eher schlecht als recht, würde ich sagen. Oh mein Gott, wie schön ist bitte diese Palette. Also heute gibt es einen DM-Haul für euch. Yay! Hier ist mein Einkauf. Und ich würde sagen, ich stelle mir jetzt hier mal alles hin und dann starten wir durch in dieses Video. Ganz viel Spaß! Also ich habe hier ganz viele verschiedene Produktkategorien, vom Waschpulver zur dekorativen Kosmetik und so weiter. Ich zeige euch jetzt alles einfach so, wie es gerade kommt. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch und ihr wollt euch die Produkte selbst auch mal anschauen. Ich würde sagen, wir starten mit den Haaren. Ja, das leidige Thema im Moment. Ich war ja viel beim Friseur und habe versucht, meine Haare aufzuhellen, was ja eigentlich auch ganz gut geglückt ist. Ich hatte ja ganz schwarze Haare und da muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich die richtige Pflege kaufe. Ich habe eigentlich von Desange ein Silver Shampoo, das wir wahrscheinlich aus dem Sortiment genommen haben. Immer so, mein Glück. Immer wenn mir irgendwas total gut gefällt, dann nehmen sie es raus. Also ich habe es zumindest nicht gefunden und deshalb habe ich jetzt mal von Swiss Opal dieses Shampoo hier gekauft. Das sieht jetzt so aus. Ich bin total gespannt. Und dann habe ich noch ein anderes Shampoo. Das hatte ich euch auch auf Instagram erzählt. Das hat jetzt aber nichts mit dem Gelbstich zu tun, den ich ja raushaben möchte. Aber ich werde das mal testen. Falls ihr einen ultimativen Tipp habt für mich und sagt, Mensch Heidi, das Shampoo musst du dir unbedingt anschauen gegen den Gelbstich, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich da über euer Feedback. Ich bin da ja noch relativ neu, also eher Laie, weil ich ja immer, wie gesagt, dunkle Haare hatte und niemals solche Produkte verwendet habe. Ich bin gespannt, wie das ist. Und zum anderen habe ich mir mal wieder nachgekauft mein Magic Retouch. Und zwar dieses hier, das kennt ihr bestimmt schon, wenn ihr schon länger meine Videos schaut. Und zwar überbrücke ich damit meinen nächsten Friseurbesuch, denn die grauen Haare lassen grüßen. Und dieses Produkt hier, das ist einfach Gold wert. Es kostet 6,95 Euro. Ihr habt hier vorne so einen Sprühaufsatz und dann müsst ihr einfach schauen, wo eben die grauen Haare sind. Etwa hier aus der Entfernung und dann sprüht ihr am Haaransatz entlang und dann sind die grauen Haare weg. Ja, und wie gesagt, das überbrückt eben die Zeit bis zum nächsten Friseurbesuch. Ich habe übrigens Ende des Monats wieder einen. Es wird tatsächlich auch Zeit. Ich hoffe, dass ihr das nicht so gut erkennen könnt. Dann wollte ich mir eigentlich dieses Produkt hier nachkaufen. Das ist eigentlich aufgebraucht. Ich wollte es jetzt mal hier mit in dieses Video mit reinnehmen, weil ich da auf euren Tipp hoffe. Und zwar gibt es auch bei unserem DM wieder mal nicht mehr. Scheinbar ist es da auch wieder raus. Keine Ahnung. Habt ihr das vielleicht irgendwo entdeckt? Bei Müller vielleicht, aber ich habe auch keinen Müller in der Nähe. Also falls ihr das irgendwo gesehen habt, dann bitte schreibt es mir auch wieder in die Kommentare. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt und es ist einfach so viel wert. Es kostet eigentlich auch nur 1,95 Euro, meine ich, also so um den Dreh unter 2 Euro und die Haare, die glänzen total danach, die riechen total gut. Aber wie gesagt, bei unserem DM gibt es das nicht mehr. So, also so viel zum Thema Haare. Dann habe ich das hier noch nachgekauft für einen meiner Söhne und zwar dem Moritz. Der liebt dieses Produkt und zwar von Balea, auch unter 2 Euro. Ja, er braucht da immer was ganz, ganz Starkes und ist damit sehr zufrieden. Dann habe ich mir mal wieder mein Rexona Maximum Protection Deo nachgekauft. Das sieht so aus. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Mir hatte jetzt jemand auf Instagram geschrieben, dass das bei Rossmann im Angebot wäre, aber ich habe leider keinen Rossmann in der Nähe. Und ich meine, ich hätte 2,95 Euro dafür bezahlt. Ja, 2,95 Euro. Dann habe ich mir eine Seife gekauft, aber die ist eigentlich für einen Kleiderschrank gedacht. Ihr wisst ja, dass ich da so einen kleinen Tick habe. Und damit die Wäsche weiterhin gut duftet, nachdem ich sie gewaschen habe, ja, lege ich einfach solche Teile in den Kleiderschrank und dann duftet sie eben total gut. Und daran hatte ich eben gerochen und fand den Duft sehr, sehr gut. Dann habe ich für meine Küche wieder dieses Produkt hier gebraucht und zwar für meinen Backofen. Das kaufe ich mir ja auch immer wieder nach. Ich meine, das kostet 1,95 €. Bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, aber auch um den Dreh und es ist einfach so viel wert. Einfach den Backofen damit einsprühen, über Nacht einwirken lassen und euer Backofen sieht aus wie neu. Dann habe ich diese Gemüsebrühe hier gekauft für die Küche. Machen wir einfach mal bei der Küche weiter. Das sieht jetzt so aus. Ja, und das ist eben vegan. Hier hefefrei und glutenfrei, sehr interessant, kaufe ich auch immer wieder. Das habe ich tatsächlich zum allerersten Mal gekauft, dieses Produkt hier. Und das habe ich gestern Abend schon
probiert. Das war so, so lecker. Heißer Granatapfel Sanddorn mit Vitamin C und Zink. Und das war, also hier steht auch fruchtiger Geschmack, so, so lecker. Allerdings habe ich ihn mal wieder nicht heiß getrunken, weil ich mir immer vornehme, mir einen Tee zu machen. Und bis ich dann wieder dran denke, also ich kann ja nicht sofort trinken, weil er ja zu heiß ist. Und bis ich wieder dran denke, ist er kalt. Aber den kann man tatsächlich auch sehr, sehr gut kalt trinken. Ich meine, das steht auch drauf und es schmeckt echt total lecker. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr auf diese Früchte steht. Gerade eben Granatapfel und ja, Sanddorn ist da enthalten. Dann habe ich fürs Auto von Seeberger diese Datteln nachgekauft. Ich brauche im Auto immer irgendwie was zum Naschen und ich liebe diese Datteln. Die sind so, so ultra lecker. Die sind zwar ein wenig teurer, ja, aber man merkt einfach den Geschmacksunterschied, sage ich jetzt mal so. Und deshalb kaufe ich die immer wieder nach. Dann habe ich für den Liam etwas zum Knabbern gekauft, und zwar diese Teile hier. Ich habe dann tatsächlich auch mal einen probiert, so ein Kringel, und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, mein armes Kind, wie soll er das bitte schön essen? Schmeckt gar nicht gut, aber der hat voll reingemuffelt, sagt man bei uns. Also ich habe ihm 2 Stück gegeben und die hat er auch leer geputzt. Die sind relativ klein, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass die irgendwie riesig wären. Die sind so klein, ne? Also schaut mal, sind echt klein, und nach einem Jahr hat er jetzt eben mal bekommen, auch für unterwegs, fürs Auto, wenn wir eine lange Fahrt haben, dass er da einfach 1 oder 2 von diesen Kringeln bekommt. Dann habe ich mir nachgekauft für meine Waschküche dieses Produkt hier. Habe ich euch auch schon des Öfteren davon erzählt. Einfach für die schwarze Wäsche, da verwende ich kein Pulverwaschmittel, denn ich finde, das greift die Wäsche so an, weil macht die Wäsche so rau und die Fasern gehen kaputt, meiner Meinung nach. Und hier wird auch das Schwarz schön aufgefrischt. Es riecht total gut. Also man merkt den totalen Unterschied, wenn ich die Wäsche aufhänge, wenn ich meine Wäsche mit Waschpulver gewaschen habe oder mit diesem flüssigen, mit dem für schwarze Wäsche. Richtig, richtig gut. Schnuppert da mal dran. Mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten habe ich euch was vergessen aus der Reihe Küche, und zwar einmal diesen Tee hier gegen Reizhusten. So sieht der aus. Den habe ich jetzt noch nie gehabt, aber ich finde die Reihe, die Marke sehr, sehr gut. Da hatte ich einen auch gegen Halsschmerzen, aber wie genau der jetzt heißt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall finde ich das total gut, und das wollte ich jetzt einfach mal in meinem Apothekerschrank haben, falls jemand mal Reizhusten hat. Hat man es zu Hause. Dann Agavendicksaft, und zwar diesen hier. Einfach für einen leckeren Nachtisch. Ich habe ja jetzt auch mal Ingwer-Shot versucht zu machen. Richtig lecker und total easy. Also bevor man den kauft, den gibt es ja auch bei DM. So ein kleines Fläschchen für, ich glaube, 1,95 € kann man das ganz, ganz schnell und ganz einfach selbst machen. Für viel, viel weniger Geld. Und deshalb habe ich eben auch diesen Agavendicksaft eben gebraucht. Und das war es jetzt aber wirklich aus der Küche, glaube ich. Beziehungsweise nein, da habe ich noch ein Getränk, und zwar einen Bio-Karottensaft. Den kaufe ich ab und an mal für mich. Soll ich aber auch dem Liam mal ein kleines bisschen davon geben. Also so ein ganz kleines bisschen zum Probieren. Mal schauen, ob er das mag. Werde ich euch auf jeden Fall berichten. Und dann habe ich hier, typisch für mich, eine Maske mitgenommen. Wobei ich sagen muss, dass ich ja jetzt so, ja, was das Thema Masken betrifft, speziell ganz, ganz tolle Masken für mich einfach, ja, lieben gelernt habe, beziehungsweise davon nicht mehr wegkomme. Und zwar sind die von Dalton. Hatte ich euch, glaube ich, auch auf Instagram erzählt. Kann ich euch auch gerne in einem anderen Video mehr davon erzählen, falls es euch interessiert. Aber zum Thema dekorative Kosmetik wollte ich euch eigentlich auch noch sagen, dass ich ja die letzten Monate gar nichts mehr in dem Bereich bei DM gekauft habe. Ich muss sagen, dass ich im Moment so bin, dass ich alles aufbrauchen möchte, was hier im Bad und in meinem Kosmetikschrank rumliegt, weil ich einfach, ja, mich so davon befreien möchte, um dann erst wieder neue Sachen zu kaufen. Und dekorative Kosmetik habe ich wirklich einiges. Ich habe mir in Frankfurt bei Sephora auch eine neue Palette gekauft gehabt. Die wollte ich jetzt hier in meinem DM-Haul mal zeigen, weil ich sie jetzt erst, ja, seit 3 Wochen habe, aber auf Instagram immer und immer wieder darauf angesprochen werde. Und zwar ist es die Nude by Huda Beauty Palette.
Ich hatte euch die auch mal in einem Vlog gezeigt. Oh mein Gott, wie schön ist bitte diese Palette. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die kostet zwar auch 29,90 Euro, aber dieses Geld ist definitiv super gut investiert. Wie gesagt, ich werde da so, so oft drauf angesprochen. Und dazu verwende ich sehr, sehr gerne diesen Bronzer hier, der sieht so aus, und zwar blende ich damit die Farben immer so ein bisschen aus. Es ist eigentlich, wie gesagt, ein Bronzer von NE Cosmetics. So sieht der aus. Und ich kann euch die Produkte auch gerne mal unten in der Infobox verlinken, genauso wie diesen Highlighter hier, der eben auch seit neuestem bei mir eingezogen ist und ich deshalb eben auch in der Drogerie nichts kaufe, was dieses Thema hier betrifft, also Highlighter. So, das ist die Marke. Ich kann ihn gern mal swatchen, wenn ihr möchtet. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was der für einen Glow macht. Ich hoffe, dass ich es einfangen kann. Es ist jetzt, wie gesagt, mit dem Licht auch ein bisschen schwierig. Aber ihr müsst euch das Produkt auf jeden Fall mal anschauen, beziehungsweise hier diesen Bronzer. Terracotta nennt er sich, 251. Also wie gesagt, falls es euch interessiert, ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Ansonsten habe ich von Dalton noch zwei Produkte, die ich euch eben auch zeigen wollte. Ich habe das jetzt auch hier mit in meinen DM-Haul. Und zwar deshalb, weil ich mir keine Abschminktücher mehr kaufe von BB oder Neutrogena. Zum einen der Umwelt zuliebe. Ich habe ja jetzt meine Kosmetiktücher. Und zum anderen, weil ich auch diese Produkte hier teste und deshalb auch nicht mehr dieses Garnier Micellenwasser kaufe, dieses Zwei-Phasen-Produkt, das ich eigentlich total geliebt habe, aber ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie die Rezeptur geändert haben. Also es brennt total in meinen Augen und deshalb bin ich jetzt froh, dass ich diese beiden Produkte hier habe, speziell eben für die Augen. Das ist auch wieder ein Zwei-Phasen-Produkt, das muss man einfach schütteln und das pflegt auch die Haut. So habe ich das Gefühl, dass es schnell das Augen Make-up entfernt, also ich muss nicht lang reiben und dann eben dieser Effekt durch dieses Öl die Haut noch pflegt. Ja, und dann habe ich eben auch noch dieses hier, also diese beiden, da werdet ihr jetzt erstmal in naher Zukunft keine Abschminkprodukte hier in meinen Hauls sehen, weil ich eben dabei bin, diese beiden zu verwenden. Ansonsten habe ich noch dieses Produkt hier und zwar ist es ganz, ganz neu von Nivea, eine Pflegedusche. Die nennt sich Creme Ölperlen Kirschblüte. Allerdings hatte ich das als Geschenk noch zu Weihnachten. Ich habe es noch nicht verwendet, wollte es euch aber hier in meinem DM-Haul zeigen, weil es eben, wie gesagt, ganz, ganz neu ist. Ich freue mich da riesig drüber. Bin schon sehr gespannt, werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Aber auch hier wieder habe ich nichts, was ich mir neu nachkaufe für unter die Dusche, weil ich im Moment, wie gesagt, dabei bin, alles Mögliche aufzubrauchen, was hier eben noch ist, aus den Beautyboxen, von den Events und so weiter. Und das ist ja auch richtig, die Sachen sollen ja auch nicht ablaufen. Und ja, wäre ja schade darum. Dann habe ich mir eine neue Nagelfeile gekauft. Hier ist sie. Ja, was halte ich euch eigentlich das leere Ding hier in die Kamera? Also von Ebelin eine Nagelfeile. Die habe ich jetzt eben gestern Abend schon raus, weil ich irgendwie versucht habe, meine Fingernägel ein bisschen in Form zu bringen, sagen wir es mal so. Aber irgendwie eher schlecht als recht, würde ich sagen. So, dann habe ich noch eine Packung Windeln für unseren kleinen Schatz gekauft. Diesmal von Babylove, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Normalerweise kaufe ich Pampers, aber jetzt habe ich mir gedacht, ja, man kann es ja mal ausprobieren, mal schauen, wie er so darauf reagiert, wie die so sind. Dann kann ich euch auch gerne mal ein Testvideo dazu machen, welche ich besser finde. Und das war es eigentlich soweit. Ich schaue noch einmal ganz kurz drüber. Aber ich glaube, das war es soweit. Ansonsten zeige ich es euch einfach das nächste Mal. Bei mir ist es ja so, dass jetzt die DM-Hauls nicht so regelmäßig kommen, weil ich immer, wenn was leer ist, dann das hole und dann ich einen riesen Einkauf eben bei DM habe. Wenn jetzt zum Beispiel das leer ist oder ein Shampoo, dann kaufe ich das eben schnell und dann lohnt sich das gar nicht, ein Video zu machen. Jetzt gestern hat es sich gelohnt, weil ein paar Sachen eben gefehlt haben hier im Haus, beziehungsweise ich ausprobieren wollte. Und deshalb habe ich mir gedacht, drehe ich sehr gerne für euch dieses Video ab. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback zu den Fragen, die ich euch gestellt habe. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!